Hallo zusammen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fahrzeugfunktion einfach erklärt. Ich zeige euch, wie man im Golf 8 das Thema Klang einstellen kann. Wenn ich den Klang einstellen möchte meines Soundsystems, habe ich zwei Möglichkeiten, dort reinzugehen. Das eine ist über das Menü-Grid. Dort finden wir den Button Klang. Wenn ich es mir dann auf den Homescreen gelegt habe, dann habe ich auch dort die Möglichkeit, in den Kontext reinzugehen. Wir machen das mal. Wir sehen das an der Stelle, dass auf der linken Seite wieder diese Steuerungsbar vorhanden ist, wo verschiedene Funktionen hinterlegt sind. Wir finden uns momentan in dem Abschnitt, wo ich die grundsätzliche Klangfunktion einstellen kann. Je nachdem, welche Ausstattungsvariante ich gewählt habe, habe ich hier mehr oder weniger Funktionen verfügbar. Das ist nur ein einfaches Soundsystem, das heißt, ich kann meine Tiefen, Mitten und Höhen über die Slider verstellen. Wenn ich jetzt ein großes System hätte, dann wäre hier eine komplette Equalizer-Funktionalität hinterlegt. Wenn mir diese Funktion nicht zusagen, dann kann ich oben rechts auf den Button drücken und alles wird wieder in die Nullposition gebracht. Wir sehen hier auf der linken Seite in der Steuerungsbar, dass es auch den Button Fokus gibt. Wir sehen dann hier eine Fahrzeug-Innenraum-Grafik und ich habe die Möglichkeit, mit dem Slider den Klang nach links, rechts oder hinten zu legen, so wie es mir am besten passt. Über den Zentrieren-Button wird er wieder in die Mitte gelegt. Der dritte Tab beschäftigt sich allgemein mit dem Thema Lautstärke. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, hier so eine Art Grundsetting einzustellen. Das heißt, Radiodurchsagen oder auch die Sprachbedienung. Lautstärke, Sprachbedienung. Wenn ich hier diesen Button antippe, das Plus oder Minus, dann bekomme ich ein Feedback über so eine grundsätzliche Ansage. Lautstärke, Sprachbedienung. Lautstärke, Sprachbedienung. Ich kann an dieser Stelle auch die maximale Einschaltlautstärke meines Systems einstellen. Den Beitrag und Fotos von dem Konzert. Wozu ist das sinnvoll? Und zwar, wenn ich quasi das Fahrzeug verlassen habe und das Radio vorher ganz laut eingestellt war, dann regelt er es beim nächsten Einsteigen auf die gewählte Lautstärke zurück und ich mache mir nicht die Ohren kaputt. Des Weiteren habe ich die Möglichkeit zu sagen, ob sich das Infotainment beim Einparken absenken soll oder nicht. Und ich kann auch nochmal das Thema Navigationsansagen an der Stelle steuern. Auch im Klangkontext gibt es wieder einen Setup-Button, den habe ich hier unten links. Hier kann ich mir einstellen, ob mein Touchscreen Töne von sich geben soll, wenn ich ihn betätige, ob die Menütasten ein Klicken von sich geben, wenn ich sie betätige. Und ich kann noch einen Handgestenton einstellen. Was heißt Handgestenton? Wenn ich quasi im Homescreen bin und eine Wischbewegung mache, dann gibt es dort auch einen Sound zu. So, das war es an der Stelle zum Thema Klang. Es freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr dort weitere Videos zu sehen möchtet, dann abonniert doch den Kanal. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Vielen Dank.